Hi, ich bin Tommy und ich bin Arzt. Heute habe ich mich selber diagnostiziert und komme zu dem Befund, ich weiß mehr. Hi, ich bin Schwester Kim, Krankenschwester in der Notaufnahme. Da würde ich mir gerne eine zweite Meinung einholen lassen. Denn laut Sono, CT und Bodycheck dürfte klar sein, ich weiß mehr. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Wer weiß mehr? Heute mit Schwester Kim und Dr. Tommy. Leute, schreibt in die Kommentare, welche Duelle stellt ihr euch vor? Uli Hoeneß gegen Toni Kroos, Klemm Baustein gegen Fußsohle. Schreibt's rein, wir werden die Leute einladen und gegeneinander antreten. Klasse. Daumen nach oben und Kanal abonnieren, sonst sofortiger Heuschnupfen. Los geht's! Welcher Fluss fließt durch Paris? Seine. Völlig richtig! Erster Punkt natürlich hier. Für unseren Chefarzt gibt's einen Depp. Ich hab's gerade vercheckt. Du hast mir ein Leben genommen. Du hast Kim ein Leben genommen. Und ich wusste es auch, ich habe mich nicht getraut. Und normalerweise bist du dafür zuständig, kein Leben zu nehmen, sondern Leben zu geben. Und darauf zu achten, dass dir keiner unter den Fingern wegstellt. Du bist ja jetzt kein privater Arzt, der nur privat agiert, sondern du bist auch auf Social Media aktiv, oder? Genau, ich mache auch Social Media und fange jetzt eine Stelle an in der Allgemeinmedizin, also so Hausarztpraxis, das stark. Klassische. Du siehst aus wie Ryan Gosling so ein bisschen. Ich hab's gerade vercheckt. 9 zu 10, weiter. Wofür steht das A in der Abkürzung DNA? Acid, also Säure. Richtig! Völlig richtig! DNA Acid, yes! Was heißt DN, Kim? Ich hab's gerade vercheckt. Desoxyribonukleinsäure ist das Ganze. Und ich wusste es auch, ich habe mich nicht getraut. Weiter. Wie nennt man die Darstellung einer Handlung nur mit Gebärden und Mimik? Pantomime? Völlig richtig! Ja! Weiter! Welches Schmerzmittel ist ein synthetisches Opioid und wird oftmals in Songs von Deutschrappern thematisiert? Morphium? Fenta? Kim, du darfst. Und wenn du richtig antwortest, klaust du sogar ein zweites Leben. Fentanyl? Leider falsch. Tilidin wäre es gewesen. Tilidin! Was ist denn Tilidin? Hast du vorgelesen? Ich hab's gerade vercheckt. Kim, du auch Applaus für dich, du bist Krankenschwester und auch super erfolgreich im Social Media Game. Ich habe ja echt gedacht, dass alles nur so gespielt ist, aber du bist ja wirklich Krankenschwester, oder? Ich komme gerade vom Nachtdienst. Sieht man dir aber nicht an, muss man sagen. Echt. Danke. Eine ruhige Schicht nehme ich an. Aber klasse auch, dass es dich gibt. Weiter! Jetzt ist Achtung, sehr einfach. Welche drei Farben hat die Flagge von Italien? Rot, Weiß, Grün. Richtig, genau. Grün, Weiß, Rot, Grün, Weiß, Grün. Und damit steht 7 zu 7, die Zahl der Sünde. Das ist eher Glück, oder? Oder war 7 nicht immer 7 Sünden? Ich hab's gerade vercheckt. Wie wird beim Baseball der Spieler genannt, der von einem erhöhten Hügel... Pitcher. Absolut richtig. Das stelle ich mir ganz gerne in der Kneipe, aber steht auch auf dem Baseballfeld, ist ein Pitcher. Kim, erklär uns mal ganz kurz, was machst du auf deinen Social-Media-Kanälen? Also eigentlich ist meine Mission, den Pflegeberuf cool zu machen. Mhm. Ich glaube, das schaffe ich. Das schaffst du. Ja. Wenn es Karl Lauterbach schon nicht geschafft hat, dann schaffst du es auf jeden Fall. Das heißt, du tingelst quasi zwischen Job und Social-Media-Game. Ist ja auch gar nicht so einfach, unter einen Hut zu kriegen, oder? Genau, also ich habe quasi nie eine Pause. Wenn ich nicht gerade arbeite im Krankenhaus, dann bin ich irgendwo für Social-Media unterwegs. Und wie schaffst du das? Also der Tag hat auch 24 Stunden, oder wie machst du das? Ich bin sehr müde immer. Mhm. Also ich schlafe überall, wo es nur geht. Mhm. Und ganz viel Energy Drink. Das ist auch total, ist auch mein Frühstück. Ganz viel Energy Drink und ein paar Cornflakes in die Schüssel. Natürlich nicht gesund. Nein, nicht gesund, aber in Maßen, alles in Ordnung, oder? Ja. Weiter. Wie viele Lendenwirbel besitzt der Mensch? 5. Richtig! Ja! 5 zu 7, alles noch drin, weiter. Wie heißt die Ehefrau von Prinz Harry, dem Duke of Sussex? Meghan. Und Nachnamen? Meghan Markle ist richtig! Kim, da hast du auch fast gebuzzert. Meghan Markle ist ein Begriff. Ja. Bist du in der Royal-Szene aktiv? Nee, aber ich kenn Suits.
Es gibt auch viele andere tolle Serien. Der Bergdoktor oder Schwarzwaldklinik, gibt's ganz viel. Habt ihr sowas auch früher mal geguckt, Schwarzwaldklinik oder irgendwelche Sachen? Ich habe immer so Ärzte-Serien geguckt, war verliebt in die Ärzte. Auch heute? Nein. Weiter! Wie nennen Biologen die Entwicklung von einer Kaulquappe zum Frosch? Kaulquappe zum Frosch, wie nennt man das, wenn das passiert, wenn das die Kaulquappe zum Frosch wird? Es reimt sich auf zu weite Hose. Oder auf zu viel Soße. Metamorphose, nein. Wenn ihr beide nicht antwortet, gibst du beide Minuspunkte. Ja, ich hab keine Ahnung. Beide für Minuspunkt leider. Es wäre Metamorphose gewesen. Ich hab's gesagt, einfach, ich hab nicht gebuzzert. Oh mein Gott. Tja, Metamorphose wäre es gewesen. Wenn die Kaulquappe zum Frosch wird, das ist eine tolle Entwicklung, wie ich finde. Aus welcher TV-Serie kennt man Turk J.D.? Boah, drei. Scrubs. Ja, richtig, Scrubs! Du bist wirklich Chefarzt, habe ich eben schon angesprochen. Ich bin kein Chefarzt, aber ich bin Arzt, ja. Du bist Arzt. Du bist, da du hier Arzt bist, bist du in diesem Raum der Chefarzt. Und du kannst auch Blut abnehmen und kannst Menschen aufschneiden. Wenn es sein muss, könnte ich Menschen aufschneiden, aber ja. Aber hast du das schon mal gemacht? Ja. Was ist das für ein Gefühl? Hast du da keinen Ekel? Nee, Ekel nicht, aber das erste Mal ist schon komisch. Also das erste Mal Menschen aufzuschneiden ist sehr unnormal. Was ist das für ein Gefühl? Ist das, wenn man durch eine Schweineschwarte schneidet? Oder? Ja. Alles klar. 2-6. Oh Gott. Welches hawaiianische Wort heißt sowohl Hallo als... Aloha? Aloha ist richtig! Ja! Kim, was sind so Aufgaben, die man in der Schicht als Krankenschwester zu bewältigen hat? Kommt drauf an, wo man eingeteilt ist. Ich bin am liebsten im Schockraum eingeteilt. Was ist denn ein Schockraum? Oh, da kommen Menschen hin, denen es ganz schlecht geht und die ganz große Hilfe brauchen mit ganz verschiedenen Geräten. Also in einem Schockraum ist alles, um ein Menschenleben zu retten. Und ich bin dafür da, dass wenn jemand einen Unfall hatte, dann warten wir zusammen mit einem Team auf den Patient. Dann wird der eingeliefert, von oben bis unten untersucht und dann geschaut, wie man ihm helfen kann. Wie oft wurdest du da schon erkannt von jemandem, der da oft? Ganz oft. Vor allem auch von Menschen, denen es echt schlecht geht. Aber damit hilfst du den Leuten auch dann wieder wach zu bleiben? Denen geht es dann ein bisschen besser, genau. Ja. Genau. Und gibst du auch Autogramme in dem Schockraum? Hast du da so deine Schublade? Auf gar keinen Fall. Nein. 2-5. Ich hab's gerade vercheckt. Weiter! Welches ist das größte menschliche Organ? Die Haut? Die Haut ist völlig richtig! Juhu! Weiter! Wie lautet der dritte Buchstabe des Vornamens der Politikerin Sarah Wagenknecht? Der dritte Buchstabe des Vornamens von Sarah Wagenknecht. Ja, er. Ah, mit einem H, weil sie wird leider falsch geschrieben. Ja, oh mein Gott, dumm. Tommy, du kannst. Ich hab nur noch ein Leben. Jetzt, dann bin ich tot, oder? Dann bist du tot, ja. Möchtest du antworten? Nee. Möchtest du nicht? Die richtige Antwort wäre H gewesen. Ja. Sarah Wagenknecht mit H natürlich. Politikerin. Weiter. So, bei einer richtigen Antwort hast du gewonnen. Bei einer richtigen Antwort von dir geht's weiter. Sind Korallen Tiere oder Pflanzen? Tiere. Diese Antwort, liebe Community, ist richtig! Und damit gewinnt Tommy den Applaus! Doc Tommy Weiß! Und Schwester Kim Weiß! Riesenapplaus trotzdem für dich natürlich! Das war ein Kampf auf Augenhöhe! Ich hab's gerade vercheckt. Schreibt gerne in die Kommentare weitere Duelle. Ich hab's am Eingang schon gesagt. Daumen nach oben natürlich nicht vergessen. Und besucht die beiden auf ihren sozialen Kanälen. Oben, Mr. Wissen to go. Ist Wählen noch sinnvoll? Der war nämlich in Henkes Corner. Und unten gibt's die letzte Folge von Wer weiß? Wer? Schön.